Eben da haben wir Ceausescu, Adolf Hitler, Rommel, Göring, Goebbels, Pinochet, Franco, Ayatollah Khomeini. Also sind Leute, die ja, halt einen anderen Ruf erarbeiten. Das sind auch Altergandinen von Gaddafi, Saddam Hussein. Also sind einfach Leute, die von der Weltgeschichte her halt sehr spannend und interessant sind. Der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, der erste Mensch im Weltraum, das ist der Juri Gagarin, die erste Frau im Weltraum, der erste Besteiger vom Himalaya, oder der Uriella ist auch noch dabei, oder der Finder von der Viagra-Pille. Es ist, wie wenn man sagt, es ist eine Art Lebenswerk. Also für mich bedeutet es natürlich sehr viel, weil, wie gesagt, ich nehme der ganze Welt teil irgendwo, wenn die ganze Welt ist vereint da, friedlich vereint unter einem Dach da in Rotkreuz, und ja, ist für mich speziell. Also es ist das Lebenswerk und geschichtsträchtige Sachen, und natürlich hat es auch mit dazu, dass du auch sehr viel Wissen brauchst, sehr viel Wissen überkommst. Und da haben wir einen grossen Schauspieler mit dem Daniel Radcliffe, Harry Potter, Keanu Reeves, Tom Hanks, Daniel Craig, da, George Clooney, Louis de Funès, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio. Natürlich alles, was Rang und Namen hat. Also ich sammle rund etwa 35 Jahre. Und ich bin eigentlich früher schon ein Sammlertyp gewesen. Ich habe den Kaffeeranddeckel, Stumpenetiketten, Zündholzbriefe gesammelt. Aber irgendwie ist mir das zu wenig gewesen. Und dann hat man mit der Familie hat man Skirennen geschaut, und dann hat man gesagt, habe ich gedacht, ja, jetzt probieren wir Bernhard Russi einen Brief zu schreiben wegen einem Autogramm. Und dann ist es eben zurückgekommen. Leider habe ich nicht gewusst, dass man das Rückgau-Erbe beilegen muss, frankiert, sondern müssen Strafporto zahlen. Und dann ist natürlich mein Kinderidol, ist der Winnetou, Pia Brice gewesen, und dann habe ich dem mal geschrieben. Und da ist auch relativ schnell Antwort gekommen, und da hat es eigentlich dann, hat's mich inspiriert, um das zu machen. Und wie man sieht, es ist etwas zusammengekommen in diesen Jahren. Eben auch das hier, das ist so ein Dokument, das signiert worden ist von Saddam Hussein. Das hat ein US-Soldat, hat das, wo Krieg war im Irak, hat er so eine Schachtel gefunden. Und dort drin hat's auch so, also das sind so eine Art Verleihungsurkunden, und die sind eigentlich vorsigniert von Saddam Hussein und hat die mit auf die USA genommen. Und quasi, wo dann das Embargo gefallen ist, hat er die verschüttet übers Internet, und so bin ich dann zu einem gekommen, oder?